Juhu, willkommen zurück zu Let's Zack WoW. Wie versprochen sind wir unten am Protodrachennest oder was das sein soll. Ich glaube ja, ne? So, und hier glitzern auch schon diese Eier rum. Das heißt, ich schnapp die und deponiere die anderswohin und dann kommt die Oberdrachentante hoffentlich raus und ja, will mich hoffentlich nicht fressen. Sagen wir mal so. Warte mal, da unten gibt es noch mehr. Warte mal, diese kleinen Fraggles hier, die greifen mich aber bestimmt an jetzt gleich, ne? Oder? Ja, klar. Kann ich noch nicht. Klatsch, klatsch. Ich bin außer Reichweite. Ach, da auf der anderen Seite. Komm her. Kann ich noch nicht wirken. So. Ist ja nicht die feine Englische, einfach so hier in so ein Nest reinzustolpern, alle Jungtiere umzubringen, die sich die Eier zu nehmen und wieder wegzudonnern, ne? Also, fürs Protokoll, ich finde mein Verhalten gerade scheiße, aber ich werde dazu gezwungen von dem komischen Sturmfritzen da oben. So, wo muss ich denn jetzt mit den Dingern hin? Kehrt zu Thorim zurück, alles klar. Dann kehre ich zu Thorim zurück. Ja. Erwähnte ich bereits, dass ich das echt toll finde, dass ich inzwischen den schnellen Geier habe. Weil stell mal vor, du machst das mit einem langsamen Flugmount. Mit dem langsamen Greif. Der ist jetzt 280% schnell, der langsame ist 150% schnell. Jetzt stell mal vor, du machst das mit dem langsamen Vieh. Herr Mann, ey. Da musst du aber Proviant mitnehmen. Bis der hier oben ist, oder? Aber 100%. So, Sturmgipfel. Der Gipfel der Sturmgipfel. Gibt es von Sturmgipfeln noch einen Gipfel? Oder ist der da drüben, dieser komische Tempel, hier Drisse, noch was höher? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Ist der das, da drüben? Gucke ich da gerade richtig? Ich gucke nach. Ne, auf den gucke ich. Der ist auf jeden Fall niedriger. Aber was ist denn mit dem? Da kann ich ihn überhaupt sehen. Ne, der liegt im Nebel verschollen irgendwo. Und ich habe schon volle Renderdistanz. Also das Was ist bringt tatsächlich. euch zum Tempel der Stürme? Ja, ich soll dir diese komischen Drachendinger bringen. Leg die gestohlenen Protodracheneier in das Netz der Bruchmutter, kehrt dann zu Thorim im Tempel der Stürme zurück. Falls ihr dies überlebt. Lasst euch vom Netz. Ja. Territoriale Vergehen. Veranus angelockt. Okay. Wir locken an. So. Was ist denn dieses? Ist es das? Könnt ihr eigentlich auch vom Greifstreik runtersegeln und dann per Levitation die Bremsraketen zünden, ne? Oder wie war das? Oder? Bin ich jetzt hier in der Mitte? So. Hehe. Ich glaube, ich segel aber jetzt daneben, oder? Ja, ich segel ein bisschen daneben. Ist aber nicht schlimm. Dafür Levitation. Yes. Ist eine der Vorteile als Priester Levitation. Guck mal. Schwupp. Dann mal hoffen, wie weit ich jetzt nach unten falle hier, wa? So. Okay. Geht ja viel schneller so. das heißt, hoffe ich zumindest. Warte mal, Kettengamaschen? Nee. So. Wenn die jetzt nicht lieb zu mir ist, hüpfe ich hier runter. Ganz einfach. Wenn man levitieren kann, dann ist das alles gar kein Problem. Doch, da ist sie. Heute wieder ganz in unartig. Tyrannus.
Ratzenmus. Und da haben wir auch schon Thorium. Ja, sehr schön. Ja, kehrt zu Thorium beim Tempel der Stürme zurück. Okay, er macht sich jetzt vom Acker. Also, dann mal wieder hoch. Es wäre vielleicht ganz cool gewesen, da oben ein Portal aufzustellen. Weil jedes Mal da hoch zu eiern... Oh Gott. Dass dem Thorium das nicht selber irgendwie auf die Nerven geht, so hoch zu wohnen. Ich meine, Höhenluft soll ja sehr gesund sein, aber irgendwie so gesund sah der mir jetzt mal generell auch nicht so aus. Wenn ich mir das vorstelle, da oben ist doch gar nichts. Wenn man was essen will, muss der dann jedes Mal ganz runterfliegen? Also mich würde das anstinken, jedes Mal so weit runter in den Keller zu müssen. Naja, gut. Titanen und Halbgötter kann man sowieso nur sehr schwer verstehen. Da bin ich wahrscheinlich zu zwergisch und zu sterblich für, um die das zu verstehen. Um die zu verstehen, um das zu verstehen. 7, 81... 13, 11, 13, 63. Ist viel wert als heute. So. Eine Aufgabe bleibt noch, bevor ich mein Heim an der Terrasse der Schöpfer zurückerobern kann. Krollmir muss gefunden werden. An diesem schicksalhaften Tag warf ich ihn mit all meiner Macht voller Zorn auf die Erde, warum es zu einer gewaltigen Explosion kam. Aha. All die Jahre dachte ich, ich hätte ihn verloren, aber nun muss ich Gewissheit haben. Okay, kehrt zu König Jukum zurück und findet heraus, ob er etwas über das Schicksal meines Hammers weiß. Jukum. Nee, wie hieß er nochmal? Krollmir, Hammer der Stürme. Nochmal zu diesen... Es ist ja so wunderschön, ne? Hauptsache, dass man lange Strecken fliegen muss, damit es schön lange dauert. Ja, warte, ich mache hier einen Schnitt. So, wieder da. Unten sind wir. In Dünüffelen bei König Jukum. Superkönig. So. Es ist nicht erlaubt, unsere Festung zu besuchen. Zwerg macht uns Ehre. Also, ich soll ihn ja, bevor ich das andere hier Drisse da annehme, ich soll ihn ja mal ausfragen, ne? Dürfte ich fragen, was aus Krollmir geworden ist? Jawohl. Ich vertraue euch nicht genug, um deren Dinge. Hä? Die Bürden, die es ertragen und respektieren. Solltet ihr Dünüffelim große Ehre bringen, wäre ich geneigt, euch das Wissen mitzuteilen. Okay. Heißt übersetzt, ich muss bei denen erst Ruf farmen oder so. Weil das Ding ist ja, ich bin ja bereits wohlwollend. So, das heißt, ich muss dafür respektvoll werden, also auf die nächste Stufe kommen, auf respektvoll, um da weiterzukommen. Offenbar. Offenbar. Na gut, dann erstmal in Gedenken an. Mit Sicherheit hat Thorium euch von der Tragödie erzählt, die uns trennt. Im Donnerfall, nordöstlich von hier, ja, haben die Dinge ihren Lauf genommen. Die gefrorenen Fossilen dort erinnern an den, was? Schwarzen Tag, ebenso wie die Geister, die jeden Ort heimsuchen. Damit mein Volk Thorium vergeben kann, muss der Ort ein anderes Aussehen erhalten. Ein Denkmal muss errichtet werden, damit unsere Herzen Frieden finden, okay. Ich möchte, dass ihr nach Donnerfall geht und 8 Hornfragmente sammelt, okay. So, und was? Jomutar ist fett. Ja, bist du fett oder was? Mir schwebt eine Möglichkeit vor, wie ihr unter meinesgleichen Anerkennen finden könntet, vorausgesetzt ihr seid erfolgreich. Die Jormungar sind eine Plage, die man am besten schnell aus dem Weg räumt, ja. Sie sind südwestlich von hier aufgetaucht, in der Überwitterungshöhle. Ja, wenn ihre Brutmutter nicht schon bald getötet wird, werden sie sich in der ganzen Gegend festsetzen. Nehmt dieses Messer, geht zu der Höhle, besorgt euch die Flanke eines toten Bären, legt das Fleisch in die Nähe des Kraters, tötet sie, wenn sie gerade dabei ist, sich satt zu fressen, okay?
Alles klar. Also so ein Oberwurm anlocken, den dann wegpumpen und Hornfragmente sammeln. Mache ich. Alles gar kein Problem. Was ich jetzt auch mal ganz kurz mache, ist erstmal Blume pflücken. So. Einmal beim Rüstmeister der Söhne Hodias reingucken. Der ist nämlich dieser Lillehoff hier. Sprech mit deinem Arsch jetzt, Junge. So. Hodias Tribut. Was, wie, wo? Ach so. Gewöhnlicher Tribut war nicht gut genug für den großen Hodier, als er unter den Frostriesen wandelte. Er mag zwar nicht mehr bei uns sein, doch wir haben die Tradition beibehalten. Seine Stärke und Weisheit Tribut zu zollen, es täte eurem Ruf sehr gut, wenn ihr euch an dieser Tradition beteiligen würdet, okay? Das heißt, diese Relikte, wo ich auch den geilen Schnappes von kaufe, die Relikte kann man hier tatsächlich, wie viel bringt das denn? 650? Jedes Mal? Du willst mich arschen? Ja, dann habe ich das ja gleich mit dem respektvollen Ruf. Ja, Tatsache. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so viel gibt. Gab das auch auf den offiziellen Minecraft-Servern damals so viel? Oder ist das jetzt nur hier auf Rising Gods so? Haben wir das ein bisschen angeglichen? Ja, das ist ja ganz schön zu wissen, weil dann kriegt man das echt schnell hin. So, ich möchte nämlich etwas kaufen, und zwar ich möchte gucken. Genau. Was haben wir da? Den glatten Herbstglimmer, den Krebs hier. Für ehrfürchtig. Schneider können hier bei ehrfürchtig eine eisige Tasche kaufen. Dann für respektvoll kriege ich die Zügel des dicken Mammuts. Oder die Zügel des großen, dicken Mammuts bei ehrfürchtig, so. Dann die Inschrift des Sturms. Gegenstände auf einem Schulterplatz, 18 Zaubermacht, 10 Crit. Inschrift der Klippen, 18 Zaubermacht, 5 Mana, okay. Inschrift der Axt, 30 Angriff, 10 Crit. Oder 15 Ausweichen, 10 Verteidigung. Okay, und dieselben gibt es dann hier nochmal, genau. Große Inschrift und so weiter, die gibt es nochmal auf Rufstufe ehrfürchtig in geil. Und natürlich teuer. So, was haben wir denn da? Arcanum der Frostseele, okay. Fügt einem Gegenstand, einem Kopfplatz 25 Frostwiderstand zu. 30 Ausdauer, okay. Riesenringgürtel. Riesen. Ja, dann Schiftung der gefrorenen Messer. Das ist auch alles Leder. Stalaktitenhackbeil. Lustiges Hackebeil. Könnte für einen kleinen Schurken vielleicht ganz gut sein. Guck mal, Rüstungsdurchschlag, Angriff, alles dabei. Sagst du nix? Abgebrochener Stalaktit könnte auch für einen kleinen Schurken ganz gut sein. Weil Dolch. Riesenfreund killt. Ja. Der killt. Und die Lederverarbeiter kriegen hier das Rezept für die Bergbautasche her bei Woolwolland. So, was für mich eigentlich alles irrelevant ist, außer vielleicht das Arcanum der Frostseele, mal irgendwann. Die will ich aber haben. Kostet 67 Gold, draufgeschießen. Weil es wird noch eine Weile dauern, bis ich das auf ehrfürchtig habe, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich so weit spielen möchte. Mal gucken. Kann ich dann nämlich dann jetzt auf dem Schulterplatz die geilen Schultern noch ein bisschen geiler machen. Yes. Genau so muss das nämlich laufen. So. Wollen wir nach oben? Zu den Horgenfragmenten. Zu den Horgenfragmenten. Okay. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Einmal durchbuffen. Ich hätte gerade eben fast Gildohorn-Fragment gesagt. Das hätte so wehgetan. Da musste ich mich gerade echt konzentrieren. Gut. Ich habe nämlich schon so einen Flachwitzmeister in der Familie. Da muss ich mich nicht auch dran gewöhnen, dies ebenso zu tun. So,
Wo sind denn hier? Hier laufen die ganzen Leute rum. Aber das war garantiert hier die Stelle, wo der seinen Krollen hier reingepfeffert hat. Warte mal, Hornfragment hier. Diese Dinger sind das. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Ja, dann gib mir das mal. Aber ist das dein Ernst? Hast du beten gelernt, Junge? Ach, du bist ja eben nicht. Du bist ja ein Geist. Das ist ja toll. So. So. Ja, lecker. Mal kurz den Stein reinwechseln. So. Das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Droppen die ja auch. Warte, brauche ich nur die Hornfragmente? Tatsache. Dann kann ich ja auch. Kann ich noch nicht wirken. Ein zerbrochenes Glas, wenn die umfallen. Ja, ist ja gut. Kann ich noch nicht mehr. Das lädt immer noch auf. Furchtbar. So, jetzt darf ich aber mal looten, ne? Oder? Wie sehe ich das? Wie ist denn da gestorben? Naja. Ey. So. Vier Hornfragmente. Wo ist das nächste? Da hinten ist das nächste. Dafür muss ich aber die beiden. Kann ich noch nicht wirken. Fraggles hier wegpumpen. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht geschehen. Mal ein bisschen mit dem Geist rumgeistern hier. So. Schlabber, schlabber. Schon ist er wieder weg. Hält echt kurz, der Geist. Also, der hätten wir ruhig mal ein bisschen länger machen können. Kann ich noch nicht sagen. Dieser Zauber ist noch nicht mehr weg. Das lädt immer noch auf. Hehehe. Ist denn blödsinnig, wie Eissplitter daneben gepfeffert, hä? So. Die Dicken fallen gut. Die sind wirklich dick. Ich bin nicht dick. Ich bin nur dick angezogen. So. Das lädt immer noch auf. Weiß ja ganz genau, dass der auf jeden Fall angeschissen kommen wird. Dann sein komischer Kumpel hier auch. Jetzt. Was ist das für ein Bewegungstempo verringert? Er leidet Frostschaden. Na gut, jetzt so schlimm ist das aber nicht. So. Das ist viel schlimmer. Kann ich noch nicht. So. Mehr verschwende ich aber jetzt nicht an Mana für dich. Bloß stirb. Da sind die schon Geister und machen trotzdem die ganze Zeit nur Ärger.
Ach ja. Vorfahrer von Niflheim, okay. Also alleine, wenn ich, warte mal, wenn ich mir das mal so ansehe, das muss schon eine ganz schön spannende Klopperei gewesen sein. Als die sich hier gebettelt haben. Eisriesen gegen diese Zwergis. Quatsch. Eine eingefrorene Eiszwergin. Mit irgendwelchen... Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die irgendwie mit irgendeiner Fiole in der Hand zu dem komischen Dingensstab. Okay. Er ist dann... Ach, warte mal, das sind die Heiler hier. Der... Wo die Heiler, Priester und Schattenmagier dieser Zwergenarmee. Sehr schön. Guck mal hier, was? Ey, lass mich doch in Ruhe. Will nur mal gucken hier. Wir stehen hier mit... Ach Gott, Junge. Ist mir gewaltig auf die Eier. Weißt du das? Also wenn man sich Zeit nimmt, das mal so ein bisschen anzugucken, ist schon nice. Also, so die Details dabei, muss ich schon sagen. Also, schön. Auch wenn die Grafik natürlich von Anno 1602 ist, ist klar, aber trotzdem schön. So, wo sind wir denn jetzt? Da unten. Da unten haben wir den super heftig King. Genau. Warte mal, wie kann ich denn mit dir reden? So, könnt ihr die Teile von Hodis Horn finden? Yes. Eine weitere gute Tat. Oh ja. Wünscht, dass ihr Hodis Hornfragmente zu New York Melt in Dunifflin bringt. Okay. Hier. Hodias Horn, es handelt sich dabei um ein heiliges Geschenk an unser Volk von Hodir höchstpersönlich. Es ist für uns ein Relikt von größter Wichtigkeit. Okay. Wenn das nächste Mal in die Feste kommt, werden die Früchte aber eure Arbeit zu Gesicht bekommen. Okay. Ach, warte mal, jetzt taucht hier noch was mehr auf. Ja, genau. Weil diese einzelnen Aufgaben hier schalten nämlich die ganzen Tagesquests von den Hodirs frei. Hier nämlich Hodirs Horn. Abbild von Hodirs Hornblasen. Klar. Wenn ihr schweigend drüber nachdenkt, fluten Emotionen euer Herz, okay. Ihr müsst am Donnerfall 5 Vorfahren von Niflheim und 5 ruhelose Frosterben besiegen. Lasst dann über ihren Leichen stehend Hodirs Horn enttönen. Geht dann zu Hodirs Horn zurück. Okay. Und das bringt jedes Mal, wenn ich daran denke, dass das alles Tagesaufgaben sind. Hey. Hey. Kann ich die jetzt nicht mehr anklicken? Hallo. Hey. Doch da, so. Wenn die jedes Mal 13 Gold bringen, dann hat man schon eine ganze Menge Kohle in der Tasche am Ende. Also, das ist schon ganz schön. So, Yomutar getötet. Könnte man ja eigentlich direkt den Helm polieren, ne? Oder das ist ja da in demselben Gebiet, glaube ich, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, genau, hier, viskoses Rohöl muss man aus dieser blödsinnigen Höhle singen. Das machen wir direkt nicht. So, gesehen, das ist nämlich da in derselben... In derselben Höhle. Höhlenforschung. So, runter. Wieder in diese nette Höhle rein. Mit diesen netten, komischen, kleinen Dingern hier. Warte mal, ich soll... Das lädt immer noch. Irgendwie eine Bärenflanke oder so. Quatsch, ne? Ja, ja, ja. Kann ich doch nicht. Oh, noch. So, stirbst du jetzt? Stirbst zum Beispiel jetzt schon mal, ne? Das ist immer sehr gut.
Hier müsste doch irgendwo. Warte mal, gefräß ich euer Jormo da. Eisschlundbeeren. Das ist zu weit entfernt. Genau. Ein Bärenschnitzel. Und mit dem Bärenschnitzel gehen wir jetzt hin und punkten die alte um. So. Oder diesen Super-Jormo da oder so. Dann soll die auch. Genau so muss das nämlich sein. Zack, 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 zack. So. Krit, krit, krit. Weg. Töten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hast gesehen, wie das geht? Krit, krit, schon ist er weg. Ich der Killer bin hier. So. Kann ich noch nicht verraten. Du auch noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann jetzt nicht mehr trinken. Schon ist aus denen der Saft raus. Das geht ganz schön schnell. So viel haben die nämlich gar nicht mal drauf. Ich meine, okay, wenn man hier mit grünem Equip reingeht, dann haben die natürlich einiges mehr drauf. Kann ich noch nicht tun. Jetzt bin ich aus Versehen auf den 4 gekommen, das wollte ich gerade nicht, aber jetzt gerade? Das ist hier richtig. Kann ich noch nicht. Nett ist es hier ja. Das ist hier ja richtig toll und lecker. So. Ich habe kein Ziel. Wo muss ich das denn? Muss ich dieses Bärengerippe? Ist also hier die Obertante, ne? Pass mal auf, erstmal hole ich den Kleinen weg. Dann bin ich nicht mehr. So, die ist weg. Mann, das ging schnell. Muss ich dich noch umbringen? Ja, dich muss ich umbringen. Kann ich noch nicht warten. Stehe ich direkt neben dir, ist egal. Klingt lecker, ne, wenn die so zerplatzen. Das lädt immer noch auf. Okay. Ja, schön. Dann war's das wohl schon. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dich werden wir noch ein bisschen anlutschen hier. Stehst ja drauf. So. Hau ab. Hau ab. Die sind ganz schön langsam, die Würmer, fällt mir gerade mal auf, ne? Die kommen ja gar nicht hinter mir her. Tschüss. Okay. Ja, schön. So, komme ich jetzt aus dem Kampf raus? Dankeschön. So. Genau so wollte ich das doch. Ja, das war ja sehr entspannt eigentlich. Ja. Heißt, warte mal. Wie viel Ruf kriege ich jetzt dafür, wenn ich den Helm poliere? 455! Alter. Es gibt echt viel Ruf hier. Also Söhne Hodias auf respektvoll, das hat man, glaube ich, schnell. 325. Warte mal. Wie kann ich zu Diensten sein? So. Was? Wie? Ey.
Was machst du denn? Rum. Rum, bum, bum. Okay. Der King geht los. In irgendeine Richtung. Wie ist denn meine komische Kamera jetzt verstellt? Aber was, wie... Krollen wir Hammer der Stürme. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Er geht nach da hinten. Jetzt bin ich gespannt, was ich dann machen soll. Zerbrechlicher Klagegeist. Okay, also der Klagegeist interessiert sich jetzt nicht für mich so großartig. Da oben sitze ich auf demselben Kopf drauf. Seht ihr das? Da. Ganz in klein. Bum, bum, bum. Sieht ja ganz schön groß aus, ne? Ach, ich mag das mit den Eisriesen irgendwie. Fühlt sich an, als wären das irgendwie meine großen Brüder wären oder so. Weil man als Zwerg ja auch aus dem verschneiten Dunmorrow kommt und dann fühlt man sich, ja, echt zu Hause irgendwie. Weiß ich nicht. Macht ein wenig so den Eindruck. So, ich glaube, was passiert jetzt hier? Jokum reiten, ihr reitet auf Jokum, okay. Ansonsten sehe ich hier gar nichts. Was ist denn jetzt los? Ach, ich brauchte das sogar nur auf freundlich in die Quest. War kurz gebackt. Okay, Thorim, komm, zeigt euch. Aha. Da ist er. Stehen im ganzen Gegensatz zu seinem Wuchs, Stummherr. Seine Anstrengungen haben es bewirkt, dass die Herzen meines Volkes ein wenig weicher geworden sind. Und das als eiskalter Sturmriese. Okay. Eisriese, so. Nie hat man den mächtigen Thorim derart bescheidene Worte sagen hören. Ich werde diese Nachricht nach Tornifilm. Okay. Es macht den Eindruck, als hätte ich gerade irgendwas verpasst. Die Geschehnisse dieses schwarzen Tages sind hiermit von meinem Volke vergeben. Sie sollen nie wieder erwähnt werden. Das heißt, Thorim und der... Thorim und der Eisriese, die sind jetzt wieder ganz dick, ne? Und Kumpels und so. Genau. Okay. Um unserer erneuten Freundschaft ein wenig nachzuzufüllen, habe ich etwas für euch. Als die riesige Explosion die Gegend erfüllte, wirkte mein Vater eine... Warte mal, jetzt ist das schon wieder verschlagen. Eine Rune auf den großen Hammer, auf das er in unseren Feinden nicht in die Hände fiele. Dies war seine letzte Tat. Wir freuen uns über die Gelegenheit, an unserer Seite zu kämpfen. Okay, also... Wie gesagt, die sind wieder ganz dick jetzt. Meine Geliebte tot. Was bleibt mir noch? Was nehme ich denn? Komm, nehme ich dich, ist egal. Vollkommen egal, Söhne Hodiers. 455 ist an der Zeit. Ich bin jetzt bereit, mich Lokon zu stellen. Begehen wir uns zur Terrasse der Schöpfer, wo wir auf die Truppen meines Bruders treffen. Der Narr wird noch bereuen, sich mit mir angelegt zu haben. Irgendwas sagt mir, dass dieser sogenannte Bruder noch irgendwie ein Ass im Ärmel hat. Gut, dann begeben wir uns dahin. Obwohl, warte mal. Soll ich da einfach jetzt hingehen? Oder nimmst du mich irgendwie Huckepack oder so? Tempel der Stürme. Ulduar verloren. Meine Geliebte. Okay. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was er sagen will. Ich glaube aber, dass ich da alleine hinfliegen kann. Ja. Das heißt, man könnte da jetzt durchfliegen. Die heulende Senke. Da bin ich ja noch nie zuvor gewesen, okay. Was man aber machen könnte, genau. Ich könnte man hierher, was ich nämlich noch nie ausprobiert habe. So. Ist das da? Elixier der Traumvision. Das kann man ja jetzt mal... kann man jetzt mal versuchen. Soll ich... Warte mal. Ich werde eine etwas niedrigere Position einnehmen. Nur für den Fall der Fälle.
So, und dann könnte ich ja theoretisch das jetzt saufen und passiert irgendein geiler Kram, ne? Elixier der Traumvision, ja, mal gucken. So, Lunk. Tschüss, ich gehe jetzt pennen und jetzt kann ich... Ich habe eine Traumvision, jetzt kann ich als Traumvision... Guck mal, kann ich als Traumvision hier reingehen? Ist die Traumvision denn PvP gefleckt oder so? Damit kann man... Stand ja dran. Man kann damit Gegner erforschen, die zu gefährlich sind, um sie persönlich zu erforschen. Das heißt, wir können jetzt in diesen Horde-Auspassen reingehen. Korrektur von mir, die zu gefährlich sind oder zu sehr stinken, um sie persönlich zu erforschen. Heißt, darf ich jetzt hier reingehen, ohne dass ihr mir auf die Mappe haut? Tatsache. Ist ja geil. Der guckt ja blöd, wa? Ja. Schau mal einer an. Guck mal, kann ich hier... Hast du ein schönes Knüppelchen dabei? Mann, bist du ein schöner... Ist ja der Wahnsinn, wa? Ich fühle mich wie im Westen gerade. Weil das so... taurisch alles so indianisch und so aussieht. Hapanaku Kaltwind. Okay, also... Wenn man... Wenn man hier... Uhoho... Uhodo Eisflitzer, Wabada Weißblume, okay. Fernwolke, du ferne Wolke. Kriegerheld der Tonkanaya. Es ist ja faszinierend. Ist das geil. Okay, also, Elixier der Traumvision ist legal krass. Kann man schön viel Unsinn mit anstellen und sich alles angucken. Geht nur 2 Minuten lang, also seht zu, dass ihr selber irgendwie in der Nähe bleibt. Weil 2 Minuten sind jetzt irgendwie gerade aber auch nicht so besonders lang. Aber ist auf jeden Fall schön, dass alle was machen. Was passiert jetzt? Ah ja, genau. Ich wache einfach wieder auf. Hallo. So. Ja, schön. So, aber irgendwie... Ich glaube gerade... Ah, okay. Meine Leiste war nur unten umgeschaltet. Alles klar. Oh, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe seit... Wie vielen Folgen? Seit 80 bis 100 Folgen? Nee, wie? Ich habe ja gar keine unten Folgen. Ich habe bestimmt seit 80 Folgen diese Elixiere im Inventar. Und ich habe sie nie wirklich verwendet. Jetzt weiß ich wofür. Und wofür ich sie hätte verwenden können. So... Und was das Geilste an der Sache ist, Traumvision, das Elixier der Traumvision braucht nur ein bisschen lila Lotus und eine Kristallfuel. Das heißt, ich kann da kubikmeterweise von basteln. Falls jemand von euch so ein Elixier auch haben will, hau mich an im Spiel. Ich kann euch das machen. Alles klar. Was tut ihr hier in den Bergen? Wir sind da, Torgim. Heute werden die Truppen meines Bruders sehen, wie es ist zu verlieren. Okay. Gönn dir, Kollege. Darfst du ruhig gönnen. So. Ach so. Ach, ich muss dir noch einmal anquatschen und dann geht's erst los. Ich bin Thorin, der Herr des Donners. Okay. Jahrelang vernachlässigte ich meine Pflichten und die gingen mich im Peinen der Selbstmitleid, die nicht so die tapfen Irren. Ihr Eid, diesen Grund und Boden unter Einsatz ihres Lebens zu beschützen, blieb ungebrochen. Jetzt bekämpfen sie die Verderbnis des Eisens selbstlos und warten auf den Augenblick, an dem es das Blatt wendet. Jawohl. Eisenzwerge killen die Irdenen. Lasst euch vom Blitz leiten. Benutzen und schützen. Okay. Thorims Lokens Lakaien. Okay. Für meinen Bruder war der Angriff auf die Terrasse der Schöpfer keine halbherzige Aktion. Er entsandte eine Legion von Eisenzwergen und einige seiner mächtigsten Leutnants dorthin. Benutzt das Horn der Sturmgipfel, um die Irdenen zu Hilfe zu rufen und Lokens Diener zu vernichten. Voll vernichten. In der Halle des Formers gen Norden werdet ihr den Riesen Eisenfaust finden. Die anderen finden sich tiefer in der inneren Terrasse der Schöpfer. Alles töten. Alles klar. Führt zum Untergang, Abenteurer. Ich bin aber nicht selbstgefährlich, Kollege. Ich kann nur alles. Nein. Okay. Ja, ich glaube, dass dann
werde ich hier eine Pause machen, weil mein Timer zeigt mir nämlich an, dass es schon lecker spät ist. Und guck mal, hinten links, das stinkt eine Hordelage. Da waren wir gerade drin. Als Spion. So. Und dann... Tja, dann werden wir das nächste Folge machen. Zusehen, wie er seinen Kampf schlägt oder mit ihm den Kampf kämpfen oder wie auch immer. Es sind ja jetzt gerade auf Rache und ich will die Rache eigentlich an dem Lokan, will ich die Rache. Bäh. Weißt du, was ich meine? So, das ganze Land hier ins Chaos gestürzt. Der komische Fraggle, der muss jetzt mal 3 Meter senkrecht, 2 Meter waagerecht und so. Alles klar. Jam. Mit diesen Bildern gebe ich zurück aufs Sofa. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Vielleicht ist das dann auch eine Instanzenfolge, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls hier bei dem Loken geht es wieder. Nicht wieder. Es geht weiter. Nicht wieder. Ja, ja, ja. Ich rede schon zu lange heute. Gut. Also bis denn. Ciao.